So, hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft The Grand Skies. Wir stehen heute wieder einmal vor dem Big Reactor mit dem Golden Bag of Holding in der Hand. Wenn wir reinschauen, wir haben die 22 Reactor Glas und noch Zeugs für etwas weiteres, was wir nachher noch bauen. Aber ich würde erstmal sagen, ich hole erstmal einen Eimer. Für die Kühlung. Und übrigens, die Musik, die ihr gerade hört, ist zufälligerweise von Main Reactor. Ja, passt ja auch, ne? So, hier kommt Wasser hin. Oh. Nein. So. Na gut. So, da das erste Fuel-Teil ist fertig, also das erste Wasserteil, Kühlung und so, dann das kommt dahin, hier kommt schnell Glas drüber. Ach ja, in die Mitte muss ja auch noch. Hier kommt jetzt hier so. Wasser. Wasser und Fuel. Okay. Ne, dass man hier sozusagen halt, dass wir halt noch kühlen hier noch hier so ein bisschen. So. Dann hier ganz kurz dicht machen. So. Hier noch nicht ganz. Dann wieder ein bisschen Wasser. Erstmal ganz kurz hier. So. Wasser. Denn da muss nämlich überall, wo nichts ist, muss halt Wasser hin. Ist ja klar, ne? Wegen Kühlung und so halt, ne? Dass das schon kühl gehalten wird. So. Und gleich haben wir unseren Big Reactor. Und übrigens, was ich gerade noch so sagen kann, es hat sich wieder ausgehend vieles getan. Auch was ich das letzte Mal nicht gezeigt habe, aber wir haben jetzt unseren Big Reactor. Only casing a used part of Reactor Frame. Ach, die dürfen nicht dran. Okay, also wir haben jetzt doch nicht unseren. Hä? Only. Okay, warte. I. Eins. Warte, muss hier irgendwo sein. 1109. 1485. So da. 1485. Vier. Warte. 1109 und 1485. Warte, das muss eigentlich genau hier sein, ne? Ja, ungefähr genau hier so. Hier soll irgendwas sein? Wegen dem Wasser oder was? Kann gut sein, dass wegen dem Wasser. Ich mache hier mal das Wasser weg. Allgemein mache ich mal das ganze Wasser weg. Ich glaube, wir haben irgendwas. Natürlich haben wir irgendwas falsch gemacht. Sonst würde er uns keine Fehlermeldung mehr geben. Aber was? Ja gut, klappt ja auf jeden Fall sehr gut mit dem Reaktor. Ja okay, wir hätten ja so oder so nicht in Betrieb nehmen können. Weil uns ja immer noch das Fuel fehlt für den hier. Beziehungsweise die Fabrik, die uns das Fuel für ihn herstellt. Ne? Also wäre egal sozusagen gewesen. Okay. Der verschont erstmal da die Fackel. Only case in use as a part of Reactor's frame. Hä? Ach! Der Power Tap oder was? Warte, irgendwo hatte ich ja noch Casings übrig. Hier.
Lag's am Power-Tap? So part of the frame. Ist doch sonst nichts. Vielleicht noch das Wasser in der Mitte wegnehmen, machen nochmal. So. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo irgendeinen Block so übersehen. Alle geben es gerade so voll die Facepalms. So, Alter, wann merkt das endlich? So, das Wasser ist kurz komplett raus und ich habe keinen Plan, was da jetzt noch fehlt. Fenster ist überall drin. Vielleicht können die Fuel Rods nicht an das Glas ran. Das könnte es vielleicht sein. Ich baue die Fuel Rods mal alle um. Könnte vielleicht sogar sehr gut sein. Aber der sagt ja, an dieser Ecke da ist irgendwas falsch. Ah. Oder? Nee. Hätte sein können, dass da irgendwo vielleicht eine Fackel oder so dran ist. Nope. Das kommt auch nochmal weg hier. So. Autsch. Das kommt weg. Und das. So. Dann bauen wir es gerade noch ganz kurz ein bisschen um. Ah, wir haben nicht genug Casings, um das alles dicht zu machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Das ist mir gerade echt so ein kleines Rätsel. Geht das? Ja. Ich glaube ja nicht, dass es geht. Only casing will use as a part of the rector's frame. Ja gut, muss ich nachher vielleicht nochmal schauen. Irgendwas. Ah. Kann das sein? Ne, warte, hier ist doch was. Egal, ich werde vielleicht dann noch offscreen mal schauen, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. Ja gut. Klappt ja auf jeden Fall sehr gut hier heute, ne? Das, dachte jetzt schon irgendwie, ja, wir haben es endlich fertig. Kann ich endlich hiermit abschließen mal, ne? So. Kann ich ihn hier stehen lassen und rumgammeln lassen. Aber nö, zu früh gefreut. So, ja, ich mache hier mal das erstmal dicht, ganz kurz. Vielleicht ist auch zu viel. Ja, kann gut sein, dass vielleicht zu viel Wasser ist. Zu viel Glas ist. Aber nee, eigentlich nicht. Ich habe echt gar keinen Plan. Woran es liegt. Warte mal. Ups. Hier können wir ran. Und hier eigentlich auch. So. Na ja, komm. Du verbreitest dich jetzt erstmal schön. Nein, die Fackel hat weggeschwemmt. Müsste jetzt eigentlich viel weggeschwemmt worden sein hier. Ich glaube, jetzt müsste ich ja noch reinschwimmen. So. Also hier habe ich gesetzt. Hier muss noch eins hin. Da kann das hier hin. So. Okay. Sonst hat er, glaube ich, nichts hier weggeschwemmt. So, dann. Ich kann ja gerade vielleicht noch mal ganz kurz hier ums einfach vor Scheiß drauf. So, hier kommt eins hin. Dann noch mal. Ich bin ein bisschen unkonzentriert gerade. Vielleicht merkt man es auch nicht. So. Dann in der Mitte noch mal ein. Können wir das hier gerade schon mal wieder so machen, wie es eigentlich sein sollte. Wie es eigentlich funktionieren sollte. Die Control Rods, die können wir immer noch umbenennen, wenn wir es wollen. Es könnte eigentlich ganz gut daran liegen, eigentlich, dass sozusagen, wir haben, achso, dass vielleicht da irgendwie, hier,
dass dir die Fuel Rods nicht hier ans Glas dürfen oder das einfach zu viel Glas ist oder ich weiß nicht. Ich werde es bis nächste Aufnahme oder bis nächste Folge, bis weiß nicht wann, mal schauen, dass das hier fertig ist. Naja. So, dann kommen wir zur Änderung. Was ich letztes Mal nicht gezeigt habe, ich habe hier, es ruckelt hier ein bisschen, ganz komisch. Ich habe hier mal die ganzen Kabel ersetzt. Vorher hatten wir die ganzen mal Leadstone Cable. Da habe ich jetzt mal alles hier zu den Redstone Energy Conduits umgetauscht. Damit hier, warte, ich kann es ja gerade mal ganz kurz zeigen. Warte, ich mache das hier ab. Die transferieren 10.000 RF. Ach ja, und die speichern noch was. Shit. Hätte ich nicht abbauen sollen. Naja, die transferieren halt 10.000 RF und speichern noch was. Habe ich jetzt sämtliche Energiekabel umgetauscht. Und hier nochmal alle, also die meisten Item-Ducts zu den Impuls-Item-Ducts umgewandelt, sozusagen, die man mit Glowstone craftet und also mit flüssigen Glowstone, die halt sehr schnell arbeiten. Das kann man vielleicht hier sehen, wenn der hier mal arbeiten sollte, dann fließen die mega schnell so rum. So. Ja, und wie man sieht, hier hat sich was verändert und dann schon wieder was verändert. Ich weiß nicht, ob ihr die erste Veränderung mitbekommen habt. Denn hier ist jetzt ein kleiner Geheimgang zu einem kleinen Pool, wo ein Aqueous Accumulator steht. Ist genau das hier ist genau der gleiche Aufbau wie da drüben, der Aqueous Accumulator. Nur, dass der halt hier sozusagen in der Höhle steht. Der produziert die ganze Zeit Wasser für ihnchen hier, der die ganze Zeit Obsidian produziert mit der Lava aus diesem Tank, weil wir haben viel zu viel Lava, beziehungsweise verbrauchen die nicht. Ne? Hier halt Impuls-Item-Lacks hier hingeleitet. Vielleicht werden wir hier noch ein paar mehr Crucibles aufbauen. Aber ich glaube, dann werden wir es auch woanders machen und mal ein paar größere Tanks, vielleicht ein paar mehr Resonant-Tanks. Ne? Hier, wie immer, halt noch unsere Kalisson-Produktion. Die Kiste werde ich irgendwann, da ich habe hier meinen Ausgang entfernt, die werde ich dann in der Zeit aufbrauchen. Kolben habe ich auch umgestellt. Der stand ja vorher da, glaube ich. Bei den Bienen habe ich sonst nichts mehr weitergemacht. Ach ja, hier hinten, der ist glaube ich gerade dabei, genau hier Magnesium zu produzieren. Magnesium kriegt man, ich glaube ich habe das noch nie erklärt, obwohl ich schon mal gemacht habe. Limestone, haben wir zufällig noch irgendwas? Hier diesen Limestone, den kann man, also wenn man, die kriegt man ja vom Sieben, ich glaube von Sand, glaube ich, wenn man den sieht, kann ich hier einschmelzen, das smelt gut. Kriege ich Quicklime raus. Den kann ich in eine Vette füllen, also hier so ein Teil, ne? Kann ich da reinfüllen, mit Wasser kombinieren, kriege ich Magnesium. Das den kann ich hier einschmelzen, kriege Molten Magnesium und Salz. Und mit dem Molten Magnesium, daraus kann ich halt Magnesium Ingots und oder Blöcke machen. Ne? Ja. Und ich kriege halt natürlich noch zu 100% Salz raus. Deswegen mache ich das hier. Ne? Weil sonst brauchen wir den Limestone eigentlich für genau gar nichts. Und komm, ist besser, wenn wir dann noch ein bisschen Salz haben, anstatt gar nichts durchzukriegen. Ich verstehe echt nicht, warum das hier nicht funktioniert. Hier ist alles klar. Alles klar, das ist, ja, komisch. Sehr komisch und ich habe mal einen Aufzug hingebaut für unseren Tank, denn den Tank brauchen wir eigentlich keine Leute, ehrlich nicht. Benutzen den Tank brauche ich halt, für unser Eis, was wir produzieren, für die eine Quest. Ich kann noch mal was für Pizza fressen hier. Lecker. Oh, ich stopp übrigens gerade die Folge, fällt mir gerade auf. Genau hier, ne? Produziert. Oh, yay. Ein Stack Eis mal wieder. Wir haben schon 23 Stacks von 156. Klappt sehr gut, nicht? Hier hat sie auch nicht viel gemacht. Hier muss ich halt auch die Pipes umtauschen. Ja, das war eigentlich so ungefähr alles, was sich jetzt verändert hat. So, dann Clipboard. Die 22 Glas. Ach ja, den Cyanid Reprozessor. Das sind diese Teile hier. Können wir gerade mal ganz kurz bauen. Ich weiß nicht genau, wie man die craftet. Ich hoffe, ich krieg's noch hin. So. Ja, genau. Cyanid Reprocessor. Den können wir hier mal hinstellen. Ich würde mal sagen, hier so. Ne? Genau. So sieht er aus.
Hier ist genauso wie bei den Terminal Expansion Maschinen, haben sie wahrscheinlich abgeguckt. Blau? Das ist wahrscheinlich blau, oder? So, rot ist halt sozusagen der Eingang. So. Beziehungsweise, nee, warte, kann man den so abbauen? Ja, kann man. Den stelle ich mal hier so hin. Hier ist Eingang und hier ist Ausgang. Genau, das ist sozusagen, dass er hier so kriegt und hier wieder ausgibt. Ne, also hier sozusagen kommt das Cyanid raus und hier das Plutonium rein. Der verbraucht natürlich auch Strom. Ne? Ja gut. Das wäre alles hier so. Genau. Theoretisch könnte ich es auch auf diese Seite packen. Vielleicht mache ich das sogar direkt mal. Das und das. Zusammen mit dem Power Tap. Vielleicht bauen wir noch einen zweiten Power Tap, wenn es geht. Hier, hier und den einen Power Tap. Nein, Power Tap. So, Outlet Mode. So. Da muss jetzt natürlich das hier weichen, ist klar, ne? Okay, das passt hier echt gar nicht rein. Vorne will ich es ehrlich gesagt nicht so sehr gern machen. Ja, komm, ich mach's. Hinten haben wir auch kaum Platz, das ist das Problem. Ich hab voll abgeschnitten hier. Fällt mir jetzt erst so auf. Ja, komm, scheiß drauf. Das hier wird eh noch zu. Es war eigentlich so eine Idee, hier halt so eine Art Tankraum zu machen, wo wir halt so. Halt so einen Massenspeicher sozusagen, einen Massenfluidspeicher mal haben. Wo wir sozusagen ganz viel von. Ganz viel Zeugs halt lagern können, ganz viel. Ganz viele Flüssigkeiten wie Lava und so und später auch DNA und so speichern können. Aber naja, klappt ja sehr gut. So, Inlet und Outlet. Na cool, Inlet war sogar richtig. So, Eingang, ne? Und Ausgang, genau. Ja gut. Den haben wir da auch. Hier kommt dann noch ein Stromkabel ran. Das wäre dann der Big Reactor. So, Cyanid Reprozessor haben wir. Die Energieproduktion, naja. Blaze Sword. Die Golem Bell, die könnten wir uns gerade verkraften, denn wir haben ein bisschen Nether Quartz jetzt schon. Die Golem Bell. So. Beziehungsweise haben wir hier, glaube ich, alles. Den. Das müsste oben im Tauminomicon zu stehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich schau grad mal ganz kurz. 800 Megabyte. Ich glaube, ist noch nicht lang, ne? Ja, daran sehe ich halt, weil XSplit, womit ich ja aufnehme, hat ja keine Zeitmessung. Oh, der Tello-Golem. Der fehlt uns noch. 3 Recycling und 5 Geist. Machen wir gerade mal ganz kurz. Ganz kurz. 3 Recycling und 5 Geist. Nein, hier. 3 Recycling. Das ist ja so, ne? Genau. Und 5 Geist. Wo ist der Geist? Der Geist. Ach, da. Leben, ach so. Was fehlt uns? Leben, ne? Okay. So. Beziehungsweise 10 brauchen wir davon. Dann brauchen wir nochmal. Okay. 1, 4, 5. So. 1, 4, 5. So. Dann haben wir das. Tello Golem haben wir. Nice. Damit dürfen wir jetzt auch alle haben. Ups, nein, das wollte ich nicht. Golem Mancer's Bell. Viel Nether Quartz und ein Stick. Easy. In normalen Crafting Table, ne? Ne, in Arcane Workbenchet 5 Ordo. Haben wir noch Ordo hier? Ja, haben wir. So. Dann. Einen Stick. Toll. Ein Stick und 1, 2, 3, 4, ups, nein, 4 Nether Quartz.
Dann haben wir gleich die Golemancers Bell, die wir brauchen, um den Golems Befehle zu erteilen. Golemancers Bell haben wir. Dann, das ist gerade sogar gar nicht mehr richtig, was wir jetzt noch alles vorhatten, was wir wollten und so. Ups, eigentlich hier. Golemancers Bell haben wir. Dann schaue ich gerade mal ganz kurz. Ups, Fire. Increase Interface Inventory, zwei Slots, Items die filtert oder sorted. Media Text Zahlen auf Fire. Ich hab kein Plan, was wir machen wollten. Ich glaube Order, ne? To spell different colors for Bell Mark and spells allows a greater control over what we do. This upgrade also unlocks kind of fears as giving. Ich glaube, wir machen Ordo. Order Shard. Und müssen wir gleich Obsidian zerhexeln. Geht das? Müsste gehen, oder? Ein Tinhammer. Ich hoffe, das geht. Ich weiß nicht, ob wir noch unseren Diamanthammer haben. Ich glaube nicht. Und funktioniert's? Das dauert sehr lange. Und es funktioniert, nice. Wir haben den Order Shard. Dann 4 bzw. 1 Gold. Dann Gold. Gold. Order Shard. Ach ja. Das müssen wir oben machen. Mal kurz hier. So. Dann hätten wir das Ordo Teil. Können wir mal ganz kurz schauen. Okay. So, dann hier. Ich hoffe, wir haben noch genug. 11 Ordo. Ja gut, das ist ein bisschen blöd jetzt. Wir haben nicht genug Ordo. Ich kann gerade mal schauen, was noch die anderen machen. Amount of Items. Each upgrade is the limit between. Okay. Okay, ich glaube, wir machen eher Earth. Ich glaube, Earth ist besser. Then this upgrade is at a golden will increase the movement and range attack speed. Nein, es soll ja kein Kämpfer sein. Water. Range of Nein. Entropy. Damage und okay, nein. Ich glaube, Ordo ist so das Beste. Ordo oder Earth. Ich glaube, obwohl ich nehme ja Earth. Das bedeutet Gras schnitzeln. Nein. Nein. Yay. So, haben wir 3 Dirt. Haben wir noch Dirt zufällig? 2. Geil. So. Wenn wir schnell wieder anbringen, hat ja niemand gesehen. So, beziehungsweise wir haben jetzt noch ein paar Saplings und machen da mal wieder Zeug hin. 7, 8, so. Und vor allem, wir kriegen sehr gut Holz dazu. Oh. 86 Stacks ist schon echt was. Ja, es läuft auf jeden Fall in Sachen Holz, ne? Also wir haben keinen Holzmangel. Hier haben wir noch ein bisschen Oakwood, was wir jetzt noch langsam verbrauchen können. Dann Earth Shard haben wir. Okay. Und in der nächsten Folge würde ich mal sagen, stellen wir dann den Golem auf. Oh. Ah ja gut, Improves Strengths. Strange? War das nicht irgendwas mit Carry Limit? Physical Damage and how quickly it's harvest materials over from Tars. Ja. Dann würde ich mal sagen, Order Shard. Boom.
Nee, oder schon, ja. Ja gut, dann. Kein Plan, wie man die benutzt. Ich habe es nämlich noch nie gemacht. In Sachen Golems und so. So. Dann haben wir, das ist Order Shard, beziehungsweise der kommt ja oben in unsere Zauberkiste. Da werden wir noch eine Hungry Chest draus machen. Wenn wir die dann irgendwann erlernt haben. So. Ja gut. Dann haben wir den Taubium Golem, den Harvest Core, die Golemancer Spell und das Golem Upgrade Earth. In der nächsten Folge erstmal ganz kurz hier schauen. So. So, und in der nächsten Folge würde ich mal sagen, craften wir bzw. stellen wir den Golem auf. Ich würde mal sagen, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.